Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn auf der PS4. Ja, wir sind hier in Brutstätte Zeta, denn ich habe den geheimen Eingang gefunden. Ja, wir machen natürlich jetzt erstmal schön freierlich weiter. Ich gucke nur erstmal, ob der Sound passt. Gut, Sound ist da, alles klar. Ja, Vorsicht besser als Nachsicht. Also schön, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Kann ja nur besser werden als alles, was vorher da war. So, Vorratskiste. Okay. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Heilende Pilze, die brauchen wir auf jeden Fall. So, und den ganzen Kram hier brauchen wir auch alles. Wir haben nämlich so gut wie nichts mehr. Nach dem Kampf gegen die zwei Steinbrecher mangelt es gerade ein bisschen echt an Rohstoffen. So. Kühlsaft, perfekt. So, Ach, Mensch, Eloy. Ich wollte eigentlich voll cool auf den Stein draufspringen. Egal. Man kriegt hier aber eine Menge Heilzeugs. Ist das jetzt gut oder schlecht? Da unten ist auf jeden Fall der Eingang. So, wir grasen das hier alles mal noch ab. Das brauche ich alles noch. Ui. So. Also, ist unser Heilbeutel ja fast schon wieder richtig aufgefüllt. Wow. Wie? Sind wir schon da? Ich kann sie noch nicht überprüfen. Aber alles, was ich in den Brutstätten lerne, wird mir hier draußen weiterhelfen. Was ist das? Donnerkiefer. Okay. Donnerkiefer. Naja. Komm, guck zu mir. Also, wollte ich schon sagen, der müsste tot sein. So, wir müssen den Donnerkiefer befreien. Hoffentlich kriegt er nicht nur ein paar Freunde, ansonsten haben wir ein Problem. Ja, die Brutstätte hier scheint ziemlich klein zu sein. Vielleicht mal so einen fetten Donnerkiefer an Arsch, ey. Warte mal, ich sollte die Zeit nutzen und den nochmal genau scannen. So, wir haben hier... Genau, die Kanonen können wir abreißen, können wir benutzen. Die da oben haben auch Schwäche auf Abriss, Schwäche auf Abriss. Der Schwanz, Schwäche auf Elektrizität. Okay. Ich muss mir das zum Vorteil machen irgendwie. Warte mal, der Penner kommt ja dann eh gleich raus. Ah, viel Spaß damit. Oh, der ist richtig... Richtig, der ist drauf, der ist bereit. So. Nur weil du es bist, kriegst du auch noch hier eine kleine Sprengfalle. Können wir da eigentlich reinballern? Jein. Okay, gut, dann befreien wir mal den Guten. Oder besser gesagt, den Bösen. So, wo ging's? Da ging's auf den Turm. Schauen wir mal, dass wir den Herrn hier loslassen. Okay, ich bin bereit. Warte mal, wir können ihn ja auch fesseln, ne? Da ist jemand sauer. Oh ja. Perfekt. Kanone ist schon mal ab. Ne, das war nicht die Kanone. Scheiße. Okay, das Seil löst sich, aber damit kriegen wir ihn gut down. Uah.
Hey, seit wann gibt's denn sowas hier? Wie fies! Beweg dich, hey Leute! So. Brauch irgendwas mit richtig viel Abriss. Sehr gut. Ja. Perfekt. Oh oh. So, und jetzt kriegst du erstmal deine eigene Medizin zu spüren. Gut. Komm, lande doch mal, mein Freund. Keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzvoll. Yes, das ist die gute Kanone. Boah. Ich muss ihn nur noch mal fixieren. Oh, das habe ich gespürt. Wo ist denn die Kanone jetzt hingefallen? Da war doch eigentlich gerade noch eine Kanone. Vielleicht sollten wir es mal mit ein bisschen Feuer probieren. Ja, einfach mal ein bisschen einheizen. Oh, Scheiße beiseite. Ja, das geht voll in die Sprengfalle. Das war nicht die Sprengfalle, das war mein Gesicht. Oh fuck, das war mein anderes Gesicht. Oh, halt still. Shit. Heilung. So, jetzt habe ich dich. So, und jetzt kriegst du aber gleich derbe auf die Fresse, mein Freund. Ah, da ist es. Halt still. Schon. Yes, das ist weg. Das da hinten geht auch noch. Voll in die Sprengfalle. Du Loser. Und stirb jetzt. Komm. Komm, einmal noch. Yes. Ja. Puh. Ach, da ist die Kanone hingefallen. Na toll, das hätte mir einer sagen können. Huh. Anstrengendes Ding. Aber wir haben es geschafft. So, erstmal schnell alles plündern, was hier noch so geht. Den ganzen Kram aufheben. So. Die Pilze, die machen echt viel mehr als die Pflanzen draußen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Kommt mir zumindest so vor. So. Die nehme ich wieder mit. Danke. Mal gucken, was haben wir bei dir? Okay, na. Hat ein Herz, Schiene, Donnerkiefer, Linse. Naja, immerhin. Da ist noch so ein Pilz, den nehmen wir mit. Hallo? Willst du einen Pilz? Willst du einen Schwum? Hey, da fällt mir gerade ein Witz ein, den meine Nichte erzählt hatte. Meine Nichte wohnt in Amerika, nur so zur Info. Ich erzähle den Witz einfach mal auf Englisch, weil auf Deutsch ergibt er keinen Sinn. Aber, so. What is a room? Without doors and windows. Hm? A mushroom. Ho, ho, ho. So, mal gucken, was wir jetzt überbrücken können. Ich hoffe eigentlich, wenn das jetzt die letzte Brutstätte war, dann können wir jetzt alles überbrücken. Oder fast alles. Vielleicht können wir jetzt einen Donnerkiefer überbrücken. Sehr schön. Informationen zum Überbrücken von Maschinen.
Ja, was können wir jetzt... Was können wir jetzt, überbrücken? Steinbrecher, Donnerkiefer und Sturmvogel. Geil! Brutstätten-Datenstörung? Er hat Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Immer tödlicher. Jahr für Jahr. Hä? Warum? Und was oder wer ist Hephaestus? Hephaestus? Noch ein Geheimnis für meine Liste. Momentchen mal. Hat Eloy da gerade was rausgefunden? Moment. Vielleicht können wir ja was mit anfangen. Notizbuch. Da. Datenpunkte. Holo, Daten. Wo ist das? Brutstätte. Da. Maschinen. Kernprotokoll. Was steht da? Primär, ja. Analyse. Moment. Wird initialisiert. Da steht nichts. Ach da! Rückverfolgungsergebnis Hephaestus. Infiltrieren, eindringen, Abruf erfolgreich. Befehlsvorlage erlangt. Dekodierung einleiten erfolgreich. Warnung, Ergebnis, Eingriffsbedrohung, Mensch. Ergebnis, Faunabedrohung hoch. Florabedrohung hoch. Biosphärenbedrohung hoch. Anweisung, ausmerzen. Produktionsüberbrückung. Andere Prioritäten nichtig. Ah, irgendjemand hat den Maschinen also ein Virus eingepflanzt. Oder hat halt den ihre Codierung geändert. Interessant. Gar nicht mal so uninteressant, ne? So, können wir jetzt einfach hier raus? Ja. Jetzt können wir alles überbrücken. Oder so ziemlich alles, glaube ich. Sturmkiefer, Steinbrecher, Donnerkiefer. Sorry, nicht Sturmkiefer. Ja, der ist ja immer noch hier unterwegs, das ist ja gar kein Problem. So, huha. So, ich nehme mal ein bisschen was davon mit. Erstmal wieder Muni voll. Wir haben nur noch einen einzigen Fall davon gehabt. So, wieder ein paar Seile. Der Draht wird knapp. Ja, ich sehe schon, der Draht ist knapp. Also entweder besorgen wir uns zunächst mal wieder Draht oder ich mache wieder Jagd auf Maschinen. So, erstmal speichern. Ganz wichtig. Das ist ganz enorm wichtig, ist das. So, und jetzt gucken wir mal auf die Karte. Okay, hier ist noch ein Areal, aber das lassen wir erst mal. Hier unten ist noch ein Lagerfeuer. Hä, hatten wir das nicht? Nee, hatten wir nicht. Quatsch, das war das hier. Und schon wieder ist die blöde Herde hier. Hadouken! Hadouken! Ach man. Oh, was haben wir denn hier? Datenbeschädigung minimal. Gerade zurück. Was haben wir denn da? Gerade zurück. Ich bin gerade zurückgekommen. Ho Chi Minh Stadt ist gefallen. Ich bin gerade so rausgekommen. 2/3 der Brigade nicht. Wow. Ich zog mich über die... nach Bienhua zurück. Mit haufenweise dieser miesen Kakerlakenschweine auf den Fersen. Ich habe die ganze Zeit Granaten abgefeuert und bestimmt 15 von ihnen erwischt. Aber ich war so im Rausch, dass Blue meine Hände vom Abzug losmachen und mich aus dem DEW-Geschütz ziehen musste, als wir den Landeplatz erreichten. Dann trug er mich ins Word. Ich konnte nicht aufhören zu schreien. Und dann heben die Words ab und wir werden beschossen. Nicht von den Bots, sondern von einer vietnamesischen Batterie. Die befehlshabende Offizier nannte es Friendly Fire, aber das ist Quatsch. Sie waren sauer, weil wir uns davon machten und sie da bleiben mussten. Oh mein Gott, jetzt sind wir wieder in den USA. Und er spricht von einem bedingten Erfolg, weil wir die Bots ein paar Tage lang aufhalten konnten. Und dass es Zeit ist, was Zero Dawn braucht. Er sagt, ab morgen haben wir eine neue Mission. Oh mein Gott. Das ist interessant. Gerade zurück. Neue Mission. Die Bots in Vietnam. Meinen die mit den Bots? Meinen die damit auch diese
Tiermaschinenwesen, wie wir sie jetzt hier haben? Oder meinen die damit was anderes? Verdammt, die kommen jetzt nicht, weil ich direkt auf mich zu, oder? Mann. Geht weg. Komm, weil ich direkt auf mich zu. Diese Maschine sieht aus, als könnte sie einen Berg tragen. Oder sich einen Weg durch einhauen. Ach, scheiße. Lauf! Aloy, lauf! Bevor sie uns entdecken. So, das nehmen wir mit. Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön. Fuchs! Sehr schön. Sind aber nur Knochen. Ich brauche Haut. Ich brauche Häute. Ah ja, da ist wieder ein Jagdareal. Könnte man noch schaffen. Wenn ich mich anstrenge und mein Bestes gebe. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Dann könnte man schaffen. Das auf jeden Fall. Außerdem ist da oben eh wieder ein Händler. Soweit ich weiß. Erend wartet am Rotkampass. Ich sollte zu ihm gehen. Erend? Rotkampass? Erend? Warte mal, hä? Was? Momentchen mal. Die Reichen berauben. Gehe zur Weggabelung. Das Feld der Gefallenen trifft dich mit Ehren am Rotkampass. Lauter komische Nebenquesten, die ich schon gar nicht mehr im Kopf hatte. Erstmal machen wir das. Und dann machen wir die zwei, drei Gebiete noch und kommen dann so langsam mal wieder stückchenweise zurück. Was ist das? Ach, das müssen wir ja auch noch machen. So viel zu tun. Okay, wir machen erstmal Jagdprüfung, weil das ist, glaube ich, hier gerade so das Nervigste wahrscheinlich gerade. Wie kommen wir denn jetzt am blödesten da hoch? Eigentlich hier wahrscheinlich, oder? Da kommen wir hoch. Da. Ah. Hooray! Moin, Händler. Huh. So. Können wir da irgendwas kaufen? Ne, fehlt immer noch Sägezahnherz. Gut. Rohstoffe. Da will ich mal kurz gucken, ob wir irgendwas verschachern können. Feuerbrennwurzen, ja, die zwei Stück da, die können wir wegtun. Schon wieder arschvoll Kühlsaft. Braucht keine Sau im Moment. Zwei Stacks davon reichen vollkommen. Metallgefäß reichen auch 150. Zünder, ja, 200 sollten eigentlich auch reichen. So, davon nochmal Linsen. So, das können wir verkaufen. Noch irgendwas. Ich guck gerade durch, aber ich sehe jetzt gerade nichts weiter. Das können wir verkaufen. Das können wir wegtun. Gut, das sollte eigentlich erstmal reichen. Okay. So, dann speichere ich nochmal kurz. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Prüfungen haben. Soll ja easy sein, ne? Rede mit dem Hüter. Hallo. Bist du von deinem Weg abgekommen, Nora? Das heilige Land reicht nicht so weit. Ich gehe hin, wo ich will. Was machst du denn hier? Ich bin der Hüter dieses Jagdgebiets. Das heißt im Klartext, ich bin der örtliche Repräsentant der Jägerloge. Genauer gesagt, überwache ich hier die Einflussprüfungen, die eine wilde Nora wohl ohnehin nicht bestehen kann. Vielleicht aber doch. Eher nicht. Meine Fresse. Wie bist du hier gelandet? Ich bin nicht gelandet. Es ist eine Ehre. Du verstehst das eh nicht, aber ich bin ein angesehener Mann der Jägerloge in Meridian. So angesehen, dass sie dich in die Wildnis zum Zelten schicken? Willst du eine Prüfung absolvieren oder mich weiter vollquatschen? Oh, auf einmal ist sein nobler Ton ganz anders. Ja, guck mal einfach mal. Wähle eine Prüfung und ich erkläre sie dir. Verwüster versus Masch. Verwüster Kontrolleprüfung. Donnerkiefer versus Verwüsterprüfung. Okay, wir machen einfach mal das da. Bei dieser hier erlegst du mit der Kanone eines Verwüsters andere Maschinen. Schieß die Kanone ab oder übernimm mit deinem Spezialspeer die Kontrolle und lass dann den Verwüster für dich kämpfen. Ah. Oh, und hier ist noch ein Tipp. Schieß mit Zersprengerpfeilen auf Verwüsterkanonen. Ein Treffer holt sie runter. Ach.
Okay. Na gut, mal sehen, was du kannst. Okay, wie viele müssen wir denn erledigen? Also steht jetzt gerade nicht da. Ich muss erst mal gucken. Da ist ein Donnerkiefer. Ist das ein Verwüster? Sieht so aus, als wäre das einer. Okay, dann machen wir das kurz und schmerzlos. Den Donnerkiefer, da lassen wir mal kurz in Ruhe. Los. Schneller. Komm. Perfekt. So. Der soll jetzt andere Maschinen hier killen für mich. Oder? Ja, doch nicht so eine. Eigentlich habe ich ja mehr hier so mit denen da gerechnet. Komm schon, du schaffst es. Ich traue auf dich. Ja. Nö, das wird so nichts. Halt! Da haben wir die Kanone. Was man nicht alles selber machen muss. So. War doch ganz easy. Coole Kanone übrigens. Danke. So. Lass mich mal kurz beiseite. Die können sich da unten ja noch ein bisschen betteln. Boah. Aber guter Tipp mit dem Zersprengerpfeil. Vielen Dank. Faszinierend, wenn Sie nicht gerade nach mir suchen würden. In der Tat. So. Hallo, Hüti. Ich glaube es nicht. Eine Glutsonne und das beim ersten Versuch. Natürlich, was denkst du denn? So. Verwüster Kontrollen. Ich weiß genau, wer du bist, Nora. Du kannst Maschinen kontrollieren. Meine Prüfung passt sehr gut dazu. Ja? Kontrolliere mit deinem Speer zwei Verwüster und lass sie einen Donnerkiefer vernichten. Toll. Gute Wahl und viel Glück. Das wird ja wieder so klasse. So, jetzt machen wir erstmal hier die Optik. Wo sind die Verwüster? Also, wir haben einen Verwüster dort. Und der andere ist auf der anderen Seite. Okay. Dann müssen wir das ziemlich schnell machen. Zwei Minuten 40. Das ist ja riesig. Und wurde zum Kämpfen erschaffen. Okay, den habe ich. Ich brauche den anderen Verwüster jetzt. Au. Ich brauche den anderen Verwüster. Da ist noch einer. Achso, ich muss noch aufladen. Scheiße. Hör auf! So. Oh Gott. Mann! Wie unfair. Wow. Okay. So wird es nichts. Das könnte schwierig werden. Das könnte echt ein bisschen knifflig sein. Wie macht man das am blödsten? Vielleicht von der anderen Seite anfangen. Überbrücke Verwüster und erledige den Donnerkiefer. Okay, warte mal. Wir versuchen mal von der Seite aus. Vielleicht habe ich ja hier mehr Glück. Ja. So, den haben wir schon mal. So, den habe ich. So, Nummer 1. Jetzt muss ich nur den anderen Verwüster irgendwie auch noch bekommen. Ja, ist auch total fair, wenn er da mit seinem Finger rumfaucht. Gehört der noch zu mir? Nee, der gehört nicht zu mir. Komm. Mann da.
kann den so nicht überbrücken. Ich müsste ihn erst niederschlagen. Mann! Oh, scheiße! Nein, das ist der falsche! Komm! Nur noch eine Minute Zeit! So. So, jetzt müssen wir nur den Donnerkiefer erledigen. Irgendwie. Yes, ich hab's geschafft. Wow, den letzten Schuss. Ich war gerade ein bisschen angespannt. Boah, so viel Bass gerade in der Luft. Aha, ja, das Ding ist cool. Ist das die andere komische Kanone von dem oder ist es auch so eine? Nee, ist auch so eine. Okay. Gut, egal. Geschafft ist geschafft. Geschafft ist geschafft. Warte mal, hier geht es nicht lang. Okay. So, perfekt. Huh. Ich hätte eigentlich gedacht, der Donnerkiefer würde jetzt ein bisschen mehr Probleme machen. Aber zum Glück mussten die ollen Verwüster nicht überleben. 2:09. Ja. Hätte auch besser sein können, hätte auch schlechter sein können. Ich glaube es nicht. Eine Glutsonne und das beim ersten Versuch. Naja, es war nicht der erste. Donnerkiefer versus Verwüster. Lass mich raten, ich muss den Donnerkiefer überbrücken. Bei der Prüfung erlegst du mit einer Donnerkieferkanone Verwüster. Achso. Schieß die Kanone ab oder übernimm mit deinem Spezialspeer die Kontrolle und lass den Donnerkiefer für dich kämpfen. Oh, und schieß ruhig mit Zersprengerpfeilen auf die Donnerkieferkanone. Ein Treffer holt sie runter. Ja, yep, habe ich gemerkt. Viel Glück, du brauchst es. Ja, danke. Hey, wir haben eine Stufe erreicht. Sehr schön. Okay, ich muss den Donnerkiefer... Ja, entweder ich überbrücke ihn oder... Ich weiß nicht, was schneller gehen würde oder besser wäre. Ich muss erstmal nah genug rankommen an das Arschloch. Warte mal, der kommt ja jetzt langsam runter. Okay, warte mal. Das könnte vom Timing her jetzt gut passen. Wie viel Zeit haben wir denn? 2 Minuten. Donnerkiefer. Ich habe in den Brutstätten alles gelernt, um überhaupt. Warte mal, ich habe eine Idee. Könnte funktionieren. Kanone nicht abgefallen. Ich hätte schwören können, die Kanone wäre abgefallen von dem. So. Scheiße, ich hatte ihn. Mann. Los. Die lassen mich nicht. Ne, wir lassen ihn nicht. Das kannst du vergessen. Schaffen. Boah, das braucht eine halbe Ewigkeit. Mein Donnerkiefer. So. Scheibenwerfer. So, der Scheibenwerfer muss es sein. Na toll. Erledige Verwüster mittels Scheibenwerfer. Ja, ich glaube, das ist... Das ist ein Scheibenwerfer. Das war einer.
Hab ich's geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Alter, stapf hier nicht so rum, mein Freund. Oh nein, der ist wieder feindlich. Oder? Ja, der ist feindlich. Oder? Ja, der ist feindlich. Ah! Da schießt mal einem aus Versehen drauf. Heilande, ne. Aber wir haben es geschafft. So. Und ich habe mal einen Donnerkiefer überbrückt. Warum nicht? Nicht schon wieder. Ich glaube es nicht. Eine Glutzone. Und das beim ersten Versuch. Für deine Sonnen erhältst du Spezialausrüstung bei der Loge in Meridian. Sprich mit Aidaba. Sie hilft dir weiter. Aidaba. Jawohl. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt gehen. Haha. Mhm, ja. Dann geh mal. Stört mich nicht. Was für Depp. Ach ja, ich wollte Draht kaufen. Rohstoffe. Draht. Ich brauche Draht. Wir kaufen mal so, keine Ahnung, 100, 150 Draht oder so. Müsste eigentlich reichen erstmal wieder für eine Zeit. So, 130, 40 und perfekt. Vielen Dank. So, 150 Draht. Halt, falscher Knopf. So, wir haben 3 Fertigkeitspunkte. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich weiß es auch noch nicht. Wir könnten eigentlich endlich mal den Doppelschuss lernen, oder? Ich denke mal, das wollen bestimmt schon die meisten die ganze Zeit sehen. Also lernen wir auch den Doppelschuss. So, da gucken wir mal rein. Jawohl. Gar keine Tränke. Egal. So, und nochmal speichern. So, wir können jetzt doppelt schießen. Sehr schön. Das heißt, wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es fair und ehrlich tun. Ja, natürlich. Gut, wir haben das Jagdgebiet abgeschlossen. Komplett. Wir haben das. Jetzt müssen wir mal so in die Richtung ein bisschen. Das könnten wir... Warte mal, das Lagerfeuer, da holen wir uns aber noch. Dann kann ich mich da nämlich jederzeit wieder hinbeamen und die Questen dann machen. Das machen wir noch. So, das müsste... Ja, da vorne ist es. Da oben ist... Ist das der Steinbruch? Sind wir schon wieder so weit im Kreis, dass da jetzt wieder der Steinbruch ist? Ich weiß es nicht. So, das Lagerfeuer haben wir. Gut. Dann müsste ich jetzt erstmal in die Richtung. Und dann müssen wir uns irgendwann mal entscheiden, welche Quest dann als erstes kommt. Weil wir haben jetzt 3 Quests hier offen. Erstmal selber gucken. Und wir müssen auch noch irgendwann mal, muss ich noch Pirscherblut für den komischen alten Fuzzi da besorgen. Für den Drogenjunkie da. So, halt. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. So, irgendwo hier müsste ein Weg nach rechts sein. Halt, da vorne ist das Lagerfeuer. Ja, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Hier so durch die Canyons durch. I'm a lonesome cowboy. Oder Cowgirl, besser gesagt. So, Lagerfeuer. Perfekt. Da ist auch gleich sogar noch ein Lagerfeuer. Warum auch immer. Und hier ist auch noch ein Breitkopfareal. So. Jawohl. Flammen davon. 300 aber. Das nehme ich doch mit. Bin gar nicht da. Ignoriert mich. So, Breitkopfareal haben wir auch. Wie schaut's aus? Halt, wir brauchen noch das da. Das brauche ich auch noch irgendwie. Moin, Breitköpfe. Na komm, entdeck schon das olle Areal. Also, Trampelareal. Bleibt mal ganz locker. Ich will gar keinen Ärger mit euch.
So, das haben wir. Perfekt. Genau, das ist die Gegend hier. Das hier haben wir. Da könnten wir nochmal kurz hin. Würde ich mal schwer behaupten. Und das ist die Ausgrabungsstätte. Finde Olin bei der Ausgrabungsstätte. Vielleicht sollten wir auch erstmal hier so runter. Ja, das machen wir jetzt. Wir latschen da jetzt weiter. Ich latsche den Weg jetzt erstmal weiter. Bevor ich jetzt was Großes, Neues anfange, machen wir erstmal langsam. Folgt der mich immer noch? Der ist echt hartnäckig, der Kerl. Beide. Die Spuren führen zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakoa dort. Spuren? Jetzt, hör doch mal auf, mich zu verfolgen. Also. Kaum zückt mein Bogen, dann hauen sie schon wieder ab. Spuren zu diesem Lager. Hier ist ein Lager, aber was ist das für ein Lager? Keine Ahnung, was das hier für ist. Da sind auf jeden Fall welche drin. Hallo? Freund? Feind? Okay, Kaja-Fremde. Das sind alles Feinde. Gut, dann machen wir die Quest doch da einfach mit der Nakoa, oder? Das nehmen wir auch mal mit. Ich brauche noch viel Heilkram hier. Ich sollte mich auch irgendwann zeitnah mal wieder heilen. Ach, weißt du was, das machen wir jetzt gleich mal. Dann haben wir nämlich wieder voll. Muss wieder reichen für eine Zeit. So, Lagerfeuer haben wir. Das brauche ich später noch. Ja, auf jeden Fall. Das auch. Gut, wie schaut's aus? Ja, jetzt sind wir wirklich einmal hier das ganze Areal durchgegangen, bis wir wieder hier sind. Wahnsinn! Dann würde ich sagen, machen wir aber auch die Quest hier. Das werden wir allerdings heute nicht mehr schaffen. Ich würde sagen, das verschieben wir dann auf morgen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir machen dann beim nächsten Mal fröhlich weiter. Jetzt muss gerade mal wieder läuft, ne? Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.